Een super 400 meter lauf der Frauen auf Bahn 1. Die LZZ-Athletin Bernerin Vanessa Zimmermann. Sie mit einer persönlichen Bestleistung von 52,89 für Berlin schon qualifiziert. Noch nicht ganz auf Touren gekommen in diesem Jahr mit 55,03. Susanne Wallny von TGW Zehnkampf Union. 53,65 hat sie zu Buche stehen. Dann Irini Vassiliou, die Griechin, 51,86. Dann die angesprochene LZZ-Athletin Agne Serskniene an diesem super Tag in Basel, als sie über 200 Meter persönliche Bestzeit lief und über 400 Meter. Dann Auri Boquesa, die Spanierin. Auf Bahn 5 war 2014 schon in der Schweiz. Und dann die Zwillingsschwester von Irini, die Anna Vassiliou. Ein bisschen langsamer von der persönlichen Bestleistung her als ihre Schwester, aber mit 52,50 immer noch sehr gut mit dabei. Pascal Gränicher rundet das Rennen ab. Sie auf der Bahn 7. Wir brauchen Ruhe hier beim Start, damit die Athletinnen das Startkommando hören. Also Bayern Memorial gelaufen. Vollste Konzentration. Zimmermann, Walli, Vassiliou, Serskniene, Burgesa, Vassiliou, Gränicher, das die Athletinnen von innen nach außen. Und Serskniene schon mit einem aggressiven Start aufgelaufen auf die Spanierin, die vor ihr gestartet ist und hat sich auch die Griechen schon geschnappt. Also Serskniene wie immer mit einem Blitzstart, läuft jetzt schon zu Gränicher auf. Serskniene vorneweg. Nun hat die Spanierin Boquesa ein bisschen aufgedreht. Und Serskniene ist vorne, sie biegt als erste auf die Zielgerade ein, dann Boquesa, Vassiliou, Walli, Zimmermann und Gränicher und Serskniene zieht durch, sie gewinnt dieses Rennen überlegen. 51,80, die inoffizielle Siegerzeit für Agne Serskniene. Also wieder eine 51er Zeit, extrem die Konstanz, die sie da an den Tag legt. Drei 400 Meter Läufe in Serie unter der 52 Sekunden Marke. Und sie